Freunde, ein herzliches Willkommen wünsche ich euch zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid und eingeschaltet habt, denn heute wird es wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Video. Ich hoffe auch für euch, also für mich sowieso, denn ich strahle übers ganze Gesicht, denn es hat sich einiges getan hier im Bereich Simracing Equipment. Ich habe da mal was vorbereitet für euch. Mit dieser wunderschönen Decke, nicht das letzte olle Ding, was ich im Keller gefunden habe. Da werden wir mal heute drunter schauen, was sich darunter befindet. Ich will es natürlich noch nicht spoilern, was es genau ist, aber ihr könnt es natürlich schon erraten. Es wird mein erstes Rig. Ich werde euch Schritt für Schritt gleich, beziehungsweise nicht Schritt für Schritt, ich werde das ein bisschen im Zeitraffer laufen lassen, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, wieso, weshalb, warum das im Endeffekt eines der geilsten Teile ist, was du momentan auf dem Markt bekommen kannst. Diese ganzen Dinge werde ich euch heute ein bisschen erzählen. Ich werde daraus, denke ich, mal einen Zweiteiler machen, weil ich habe jetzt noch keinen Sitz für die ganze Gerätschaft und wenn ich einen Sitz habe, dann können wir das Ganze natürlich dann auch endlich in der Praxis testen. Ich muss hier auch noch meine Ecke komplett freiräumen, mein Bett fliegt hier quasi raus und dann wird das Ganze mal ordentlich in die Ecke gestellt hinterher und wenn ich dann einen Sitz habe, dann können wir das Ganze in der Praxis testen, aber heute geht es erstmal nur um das Rig und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, meine Lieben. So Freunde, dann starten wir mal in das Video hinein. Ich erzähle euch so ein bisschen, während wir hier schon mal sehr, sehr gut verpackte Teile sind, aber auch schon einige ausgepackte Teile. Schwarze Aluprofile sind wir da mit neongelben Anbauteilen. Aber was steht denn da drauf auf diesem Anbauteil? www.germansimengineering.de. Genau das ist nämlich mein neuer Partner, wenn es um das Thema Sim-Rigs geht, aber auch in Zukunft um gewisses anderes Sim-Racing-Zubehör. Die haben mir nämlich ihr Flaggschiff, ihr stabilstes und größtes Rig zur Verfügung gestellt. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wie das Ganze aufzubauen ist, weil ich habe zwei linke Hände. Freundlicherweise war auch noch eine Tüte Haribo dabei, für die Leute, die ein bisschen Nervennahrung brauchen, so wie ich vielleicht mit meinen zwei linken Händen. Aber wir schauen erstmal, was wurde uns denn da alles zugeschickt? Wir sehen hier wirklich sehr massive Teile aus Stahl, zum Beispiel diese Fußplatte, wo die Pedale drauf kommen, gefertigt, aber auch für den Shifter eine Stahlplatte, wirklich sehr, sehr schwer pulverbeschichtet. Also das heißt auch sehr resistent gegen Kratzer und so weiter. Und was macht der Kollege da? Der ist ja schon halb in seinem noch nicht mal aufgebauten Rig eingepennt. Also los Junge, mach dich mal an die Arbeit. Besser ist es, aber ich werde euch jetzt mal im Zeitraffer hier alles nach und nach laufen lassen. Ihr könnt mich mit meinen zwei linken Händen sozusagen hier beobachten, was ich hier aufbaue, wie ich es aufbaue und selbst ich, das kann ich schon mal spoilern, selbst ich habe es geschafft, dieses Teil zusammenzubauen. Liegt vor allem auch an der sehr guten Anleitung, wo alles genau mit Bildern beschrieben ist, mit Pfeilen, mit Bezeichnungen, da geht eigentlich nichts schief. Aber wieso bin ich denn jetzt eigentlich diese Partnerschaft mit German Sim Engineering, mit GSE abgekürzt, eingegangen? Und das liegt vor allem an der Philosophie, weil die Jungs haben gesagt, okay, wir wollen wirklich alles in Deutschland fertigen lassen. Also da legen die extrem großen Wert drauf. Die haben sich quasi eine Infrastruktur aufgebaut aus Lieferanten und Firmen, die komplett in ihrem Umkreis diese Teile zum Beispiel fertigen und liefern. Und zum Beispiel diese Stahlanbauteile, diese Fußplatte oder auch rechts diese kleine Platte, diese Stahlteile, das sind alles Teile, die extrem hochwertig und stabil sind und die haben da einfach sehr guten Zugriff drauf und lassen das alles, komplett jede Schraube, jedes Profil, jedes Anbauteil lassen die hier in Deutschland fertigen. Finde ich persönlich eine mega geile Sache, dass sowas noch gemacht wird und da habe ich von vornherein gesagt, das ist eine super coole Sache, eine super Idee und dementsprechend bin ich auch schon davon ausgegangen, dass die Teile hochqualitativ sind und super stabil sind und das liegt, wie gesagt, unter anderem auch an diesem verbauten Stahl. Also das ist wirklich 5 mm dicker Stahl, der da verbaut ist. Also zum Beispiel diese Lenkradplatte, diese Fußplatte, wo die Pedale drauf kommen. Dieser, rechts neben dem Rig seht ihr diese kleine Platte, da kommt der Shifter zum Beispiel drauf. Aber auch die Seat Mounts, also links und rechts ganz hinten, diese zwei Teile, wo der Sitz im Endeffekt zwischenkommt, auch aus Stahl gefertigt und da wackelt wirklich gar nichts. Wenn die Dinger einmal festgezogen sind mit Unterlegscheiben, mit Muttern und so weiter, mit Federscheibe, was alles komplett dabei ist, auch eine richtig geile Sache. Also es ist komplett alles dabei, was du brauchst, dann ist dieses Ding bombenfest und dann ist das ein absoluter Panzer. Aber ich will nochmal auf ein paar kleine Details eingehen, die wirklich extrem wichtig sind bei so einem Rig. Und das sind zum Beispiel auch diese Teile, da werden wir gleich auch nochmal bei näheren Bildern drauf eingehen, das sind diese beweglichen Teile. Das heißt, ihr habt wirklich sehr oder eine sehr hohe Flexibilität, sehr große Verstellmöglichkeiten. Wenn ihr zum Beispiel den Monitor ein bisschen weiter weg haben wollt, wenn ihr sagt, okay, ich will dieses Teil ein bisschen weiter da haben, die Fußplatte ein bisschen weiter angewinkelt haben,
Und da habt ihr wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, das euch genauso einzustellen, in dem richtigen Winkel einzustellen, sodass wirklich für jeden, für jede Größe, für jede Körpergröße, egal ob 2 Meter sind oder 1,70 Meter, so wie ich, 1,73 Meter, da gibt es wirklich dann absolut keine Probleme und das kann man auf jedes Bedürfnis im Endeffekt anpassen. So, und zum Thema Qualität habe ich ja gerade schon was gesagt. Diese Anbauteile, diese Stahlteile zum Beispiel, die sind pulverbeschichtet. Das heißt, die sind sehr, sehr kratzresistent. Es sei denn, man kratzt wirklich aggressiv mit einem Messer drauf rum, aber wer macht das schon? Also für Simracing ist das wirklich eine super geniale Qualität. Vor allem durch diese ganze Eloxierung und durch die ganze Pulverbeschichtung. Aber wir schauen uns jetzt nochmal hier ein paar Bilder an, während ich hier gerade schon mal einen kleinen Zwischenstopp gemacht habe. Also das war vom Aufbau her schon mal wirklich sehr angenehm. Es hat natürlich ein paar Stunden gedauert, das ist vollkommen normal. Aber wir werden uns jetzt mal schauen, was im Endeffekt jetzt zum Schluss da rausgekommen ist, Freunde. Viel Spaß! Ja, Freunde, das ist mein Simracing Rig, mein GSE, mein German Sim Engineering Track Rig, also Track ist die Modellbezeichnung. Und hier sehen wir zum Beispiel diese flexiblen Anbauteile und ich muss sagen, es sieht wirklich unfassbar geil aus, rein optisch gesehen schon mit diesen neongelben Akzenten, aber auch dieses komplett schwarze, es ist wirklich alles komplett in schwarz gehalten, keine Schraube irgendwie in Silber, hier habe ich zum Beispiel die Mutter noch nicht richtig festgezogen gehabt, aber da kann man zum Beispiel sehen, da könnt ihr zum Beispiel die Lenkradplatte ein bisschen verstellen, sodass ihr da komplett flexibel seid. Also ich finde es extrem, extrem gelungen an sich. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Teil wirklich so ein Panzer ist, weil es ist wirklich extrem stabil. Hier sehen wir den Shifterarm. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Shifter hat, dann kann man hier auf dieser Platte einen Shifter befestigen, die auch komplett aus Stahl ist. Und hier sehen wir auch diese Pulverbeschichtung. Also das macht alles wirklich ein sehr hochwertigen Eindruck, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und hier sehen wir zum Beispiel die Fußplatte, die auch komplett verstellbar ist. In jedem verschiedenen Winkel kann man die natürlich anwinkeln, auf die Bedürfnisse anpassen. Und hier sehen wir den Monitorarm, da kann man den Monitor dran befestigen, in jedem verschiedenen Winkel auch. Das kann man sich alles so einstellen, wie man das möchte. Und eine ganz wichtige Sache noch zum Schluss. Man kann alle verschiedenen Modelle, also Lenkräder, Pedale und so weiter und so fort, kann man komplett hier dran montieren. Das heißt, es ist wirklich genormt und da kann man alles dran befestigen, was es eigentlich so auf dem Markt gibt. Da muss man sich keine Sorgen machen, das passt alles. Und wie gesagt, auch Körpergrößen über 2 Meter oder an die 2 Meter sind da überhaupt kein Problem. Hier haben wir euch nochmal ja, so ein bisschen demonstriert, wie feste und wie schwer im Endeffekt das Ganze ist. Das ganze Teil wiegt ungefähr um die 50 Kilo. Und deswegen sollte man sich genauestens überlegen, wo man das Teil im Endeffekt aufbaut, damit man es nicht hinterher noch rumtragen muss. Ja, hier habe ich auch nochmal ein paar Szenen eingefangen, wo ich das erklärt habe quasi mit dem ganzen Stahl, der verbaut ist. Hier hast du nochmal den Shifterarm, den kannst du hier unten auf der Schiene dann, sage ich mal, auch so platzieren, dass der ein bisschen weiter weg ist, ein bisschen näher an dir dran ist. Und das kannst du, wie gesagt, ganz auf deine Bedürfnisse anpassen. Und auch dieses Teil, das kannst du natürlich in der Höhe verstellen, wie hoch du dein Lenkrad haben willst. Das finde ich persönlich ja, eine sehr gute Sache, sehr gelungen. Und hier sehen wir nochmal die Füße, die wirklich optisch auch nochmal ein Highlight sind und die auch höhenverstellbar sind. Ihr seht es hier. Und das sind alles so Sachen, das ist eigentlich nicht selbstverständlich heutzutage, dass so viel ja, an hochwertigen Materialien in dem Lieferumfang enthalten sind. Natürlich hat das Ganze auch seinen Preis, aber dafür, was ihr hier geboten bekommt, meiner Meinung nach, wenn man Wert auf Qualität legt und auf Stabilität und man sagt, okay, man will sich jetzt einen Rig kaufen und dann einmal was Richtiges, dann führt kein Weg um so ein Rig herum. Also ich persönlich bin mega, mega zufrieden. Ich habe es ja noch nicht mal getestet, nur aufgebaut. Aber ich kann jetzt schon sagen, es macht einen wunderbaren Eindruck. Und wenn ihr wirklich sagt, okay, ich interessiere mich für so ein Rig, dann könnt ihr auf jeden Fall mal auf German Sim Engineering, unten in der Videobeschreibung ist es verlinkt, einfach draufklicken, dann landet ihr direkt bei GSE und da könnt ihr euch die Sachen mal anschauen. Und mit dem Code MABIX spart ihr sogar noch 5%, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt euch zum Beispiel genau dieses Rig sichern oder auch eine kleinere Version, denn die haben auch noch eine kleinere Version, die sogenannte Seifenkiste, die zum Beispiel sagen, okay, ich will erstmal ein bisschen kleiner anfangen. Und das Ganze kann man sich natürlich dann auch nach und nach erweitern. Aber wie gesagt, diejenigen, die wirklich was etwas Größeres haben wollen, was ultra stabil ist, was ich euch jetzt hier gerade alles gezeigt habe
und ja, einfach sich ein sehr stabiles, wunderschönes Rig zulegen wollen. Die können mit dem Code Mavix auf jeden Fall noch 5% sparen. Könnt ihr einfach bei dem Gutscheincode Mavix eingeben, dann spart ihr 5% und dann habt ihr auch bald so ein Teil zu Hause stehen. Freunde, das ist mein Sim Racing Rig und ich würde sagen, ich denke, ich werde damit in Zukunft super viel Spaß haben. Ich bin sehr gespannt, wenn mein Rennsitz endlich kommt und dann werden wir das Ganze natürlich noch in der Praxis testen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos, meine Lieben. Nochmal einen vielen lieben Dank an die Jungs von German Sim Engineering. Ich freue mich riesig über diese Partnerschaft. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns, meine Lieben. Macht's gut. Ciao. Ciao.